Tag und willkommen zum achten Teil meines Let's Plays von Kingdom 80s Summer of Greed, einem storybasierten 2D-Strategiespiel von Fury Studios. Es ist die Fortsetzung der Kingdom-Reihe, in der es drei weitere Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pause heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche gute Unterhaltung. Genau, dann willkommen zurück bei Kingdom 80s, The Summer of Greed, da hinten läuft es durch. Wir spielen den aktuellsten Teil der Kingdom-Reihe, eine lange, andauernde Reihe von Side-Scrolling-Strategie-Aufbau-Spielen, würde ich sagen. Wir befinden uns in den 80er Jahren. Eine Stadt wird von Monstern angegriffen. Eine Geschichte, die sich nicht, die sich ganz zufällig so ein bisschen ähnelt wie andere Geschichten aus den Filmen der 1980er Jahre und vielleicht auch Serien wie zum Beispiel Stranger Things. Und wir haben uns aus dem Camp herausgekämpft in Level 1. Wir sind jetzt in Level 2. Das ist die Schule und ein Teil der Vorstadt. Und wir wollen eigentlich zum Einkaufszentrum, wo unsere Eltern gefangen sind, um die zu befreien. Und genau das ist die Aufgabe. Bevor wir das aber machen können, müssen wir hier eine Brücke runterfahren, um diese Brücke überqueren zu können, in die Stadt zu kommen. Das geht nur, wenn wir sie finden, das haben wir schon, aber wenn wir gleichzeitig auch noch uns der Angriffe der Monster erwehren. Und da sind wir gerade. Wir haben hier ein Tor angepeilt, das direkt bei uns in der Nähe ist. Und dass wir jetzt zerstören werden. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was so der perfekte Abstand ist. Also mit dem Roboter haben wir jetzt natürlich einen relativ langen Laser, der vor uns her getragen wird, aber es kommen ja aus den Toren immer noch auch böse Monster raus. Und da müssen wir uns verteidigen. Frage ist, ob wir das hier auch noch weiter müssen. Auf der linken Seite haben wir eben, wie gesagt, schon die Brücke entdeckt. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass uns von der linken Seite noch einer angreift, solange wir nicht versuchen, diese Brücke runterzufahren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht von der rechten Seite noch Angriffe hageln kann. Wir haben schon gesehen, hier auf schwer, das sind auch schwierige Angriffe. Also das haut schon richtig rein. Ich habe jetzt aber den Eindruck, wir sind im grünen Bereich. Wir ziehen uns mal... da kommen sie. Wir ziehen uns mal hinter die Barrikade zurück. Dafür ist sie ja da. Da haben wir sie. Sehr, sehr gut. Da können wir die ganze Ausstattung hier erstmal stehen lassen. Das wird hier wieder repariert werden. Und wir können uns weiter nach rechts ausbreiten. Beziehungsweise nicht nur können, sondern ich würde auch sagen müssen.
Wir können auch noch ein bisschen was nachlegen, obwohl wir haben hier schon sehr viele Bauunternehmer, die mehr oder weniger unbeteiligt scheinbar auch hier nur zurückstehen und nichts Signifikantes beitragen. Jetzt wird es magisch. Okay. Ich hätte jetzt schon damit gerechnet, dass nochmal ein Angriff erfolgt. War aber jetzt nicht. Umso besser, würde ich denken. Hier sind also noch einige Häuser frei zu spielen. Und auch noch ein bisschen Gelände. Ich gehe davon aus, dass hier auch noch eine Höhle kommen muss. Ah, nein, da ist das Ende. Da ist ein riesiger Blub. Gut, aber wenn der da tatsächlich schon ist, dann bin ich ja doch geneigt zu sagen, dann greifen wir doch da noch an. Das hilft uns ja schon. Wenn dann tatsächlich der weg ist, da auf der rechten Seite, kann eigentlich nicht mehr viel passieren. So, es ist Nacht. Es ist Nacht. Wir sehen aber auch kein
Kein Mond. Okay. Offensichtlich eine Nacht ohne Mond und ohne signifikante Angriffe. Müssen wir erstmal wieder warten, bis unsere Meute hinter uns hergekommen ist? Hat auch niemand angegriffen. Ist schon interessant. Und wir haben offensichtlich jetzt hier auch Bäume, die wir angreifen können, beziehungsweise zerstören können, obwohl wir noch nicht ganz so weit vorgedrungen sind. Das ist auch irgendwie eine Spiellogik, die mir noch nicht so ganz einleuchtet, nach welchen Kriterien das entschieden wird. Ah. Haben wir jetzt diese Seite hier befreit? Genau. Dann geht es hier auch nicht mehr weiter.
Hier gibt es, glaube ich, wieder ein neues Fahrzeug. War es zumindest, glaube ich. Aber ich kann mich auch irren. Ich weiß auch nicht, ob da nicht erst irgendwie Leute hinkommen müssen. Bin ich mir nicht sicher. Na gut, wir gehen erstmal Münzen einsammeln und dann gehen wir mal zur linken Seite. In der Annahme, dass da alles gehalten hat, da nicht so gesagt ist. Denn das haben wir ja schon mehrfach erlebt, dass wir dann doch ein bisschen federn lassen müssen. Hier sieht es noch gut aus. Hier sieht es auch noch gut aus. Hier sieht es auch noch gut aus. Probleme, wie gesagt, haben wir hier nicht mehr an diesem Punkt. So, hier haben wir jetzt die stärkste Mauer, die man für Geld kaufen kann. Und jetzt machen wir hier aus Sicherheitsgründen überall die maximale Aufruststufe. Damit uns das hier nicht auf die Nuss geht.
Und da merkt man halt schon, wenn man so mehrere Barrikaden aufbauen will und entsprechend Türme und sowas mit maximaler Stufe, da geht schon eine Menge Wasser drauf. Da muss man dann schon mal nochmal hier eine Runde drehen, ein bisschen Geld einsammeln. Man muss trotzdem sagen, ich finde den Flow, wie sie es hier gemacht haben, sehr viel angenehmer. Man hat das Gefühl, man kommt wirklich relativ gut voran. Mit dem Skateboard zum Beispiel, mit anderen Sachen auch ein bisschen schneller. Das, weiß ich nicht, finde ich. Finde ich spürbar entspannter als bei den Kingdom, wo man doch teilweise mit dem Pferd oder auch anderen Reittieren, die es da gibt, nicht so wendig unterwegs ist und teilweise eben, also das heißt teilweise, die Abstände genauso groß sind wie hier. Und dass man schon das Gefühl hat, man ist immer ein bisschen unterpowered. Oh, jetzt sind hier tatsächlich Leute hingekommen. Und wir bekommen. Ich weiß gar nicht, welche Serie das ist. Das ist nicht der A-Team. Wenn, das ist ein anderes Spielzeug. Und wie gesagt, auf dieser Seite gehen wir nicht mehr davon aus, dass noch irgendeine Art von Angriff erfolgen kann. Aber weil das so ist, kann man ja trotzdem ein bisschen sicher auf sicher spielen. Und ich weiß eben nicht, ob im schweren Modus noch irgendwelche Überraschungen lauern. Der Plan wäre, nach links vorzudringen. Ich weiß gar nicht, was die Bonusfähigkeit ist von diesem Fahrzeug. Okay, der kann auch ein bisschen schneller. Ah, okay, der hat noch so einen besonderen Turbo-Angriff. Ja, danke für den Hinweis, aber ich glaube, brauchen wir nicht. Aber dir auch einen schönen Tag. So. Jo, ja, dann lassen wir jetzt die Nacht noch durchlaufen. Und am nächsten Tag würde ich denken,
greifen wir da einfach mal ganz munter die bösen, bösen Menschen an. Monster, nicht Menschen. Sind keine bösen Menschen. Menschen sind nie böse. Ich glaube, das ist schon gut, wenn wir hier hinten auch nochmal die Mauer etwas aufstocken. Man weiß nie, wo was schief geht. So, hier sind jetzt auch alle angriffsfreundlichen Dingse. Vorbereitet. Wir sind Tag 34. Wir werden jetzt und hier diese Brücke angreifen. Beziehungsweise die Brücke runterfahren und damit hoffnungsfroh die Verteidigung. Okay, da haben wir jetzt offensichtlich die erste Runde bestanden. Wir lassen die... Wir lassen die Bauleute erstmal reparieren. Es ist aber scheinbar nicht so viel kaputt gegangen, das ist gut. Dann zweite Runde. Man sieht das immer hier, er geht an das Türchen dran, die Mauer, die Brücke kommt ein bisschen runter. Und dann wird man gleich sehen, kommen über diese runtergehende Brücke die Monster. Im Wald, da sind die Räuber. Genau. Und wir haben hier ganz gute Verteidigung. Das ist nach meiner Wahrnehmung sehr effektiv. Also, kann man echt nichts sagen. Lassen Sie wieder ein bisschen reparieren. Aber es scheint auch diesmal wieder nicht so wahnsinnig viel zum Hoch gegangen sein. Von daher, dritte Runde. Waren wir doch wohl erfolgreich. Ah, nicht ganz. Die Brücke ist noch nicht ganz unten. Der letzte Angriff wird wahrscheinlich entsprechend ein bisschen unlustiger. Jetzt haben wir hier in der Tat... Nein.
jetzt haben wir hier in der Tat die Wespen gestochen. Ein Schlafender, also der sieht ein bisschen so aus, als würde er schlafen, aber der spuckt neue Monster aus. Aber auch den haben wir platt gemacht. Das macht den Eindruck, als hätten wir es. Sehr, sehr gut. Ja, da sehen wir, dass sie wieder reparieren gehen. Und wir... geschafft. 34 Tage haben wir gebraucht. Das ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Das war jetzt, wann haben wir angefangen? 20, naja, um 19 Uhr vielleicht. Also jetzt wieder 2,5 Stunden. Das ist okay, würde ich sagen. Das kann man machen. Oh ja, das war spitze. Igitt, die kleinen Monster müssen überall gewesen sein. Was für ein Chaos. Wir haben wohl nach Mitternacht gegessen. Vielleicht kommen wir zu spät. Mal sehen, Papa hat ein uraltes Handy. Gib mal Kleingeld her. Ein uraltes Handy in den 80ern. Hallo. Papa, alles in Ordnung? Meine Güte, hey, hey, du hast unsere Nachricht erhalten. Wir sind in der Nähe. Wir holen euch da. Nein, nein, ihr müsst nach Hause. Ihr versteht das nicht. Hör zu, ich habe nicht viel Zeit. Die Batterie ist fast leer, okay? Tut mir leid, tut mir so leid. Ich hatte nicht geahnt, dass es so schlimm ist. Aber bei den Ausgrabungen für das Fundament des Einkaufszentrums... haben wir ein Loch in diese riesige Höhle geöffnet. Ich habe mich freiwillig gemeldet, sie zu erkunden. Und dann sah ich es. Es sah wie eine Art Schrein aus. Und mittendrin war da so ein Leuchten. Eine Krone. Ein paar lose Steine hatten sie freigelegt. Dann schien auf einmal alles zu erwachen. Und wir haben alle Zugänge versiegelt. Aber was auch immer da unten war, kam heute aus dem Brunnen vom Einkaufszentrum. Deine Mama hat die Leute versammelt und außer Sichtweite versteckt. Alles ist verriegelt. Sie können nicht rein und wir können nicht raus. Deine Sicherheit hat höchste Priorität. Wir finden einen Weg raus. Geh nach Hause. Wir lieben dich. Die Krone. Jetzt ergibt alles Sinn. Darum sind die Monster hier. Eine Krone? Wie soll die für all das verantwortlich sein? Ich erkläre es unterwegs. Wir müssen in ein Einkaufszentrum rein. Episode 3. Unterwegs auf der Hauptstraße. So, genau. Unterwegs auf der Hauptstraße, die ein ganz klein wenig an bestimmten Stellen aussieht, wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Das heißt aber auch, dass wir an dieser Stelle diese Runde beenden können dürfen, denn wir haben die Episode 2 geschafft in, weiß ich nicht, 2 Stunden 20, 1,5 Stunden irgendwie so in dem Dreh. Das war doch eine nette Angelegenheit. Ich hätte nicht gedacht,
Also offensichtlich muss man sich auf diese Schwierigkeitsstufe schwer noch ein bisschen einstellen. Deswegen hat das erste Level doch mächtig reingehauen. Da hatte ich den Eindruck, dass es wesentlich weniger geflutscht ist. Aber dieses Mal ist Level 2, das funktionierte in meinem Begriff erstaunlich gut. Da kann ich nichts sagen. Das funktionierte. Und ja, von daher war das eine schöne Runde. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, wann die nächste Runde sein kann. Und dann werden wir uns wahrscheinlich genau mit Episode 3 beschäftigen. Und die Hauptstraße zurückerobern. Genau, das wird passieren. Insofern, bis zur nächsten Folge im Let's Play von Kingdom 80s. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!